auf das Wohl deiniges. Ah, Paul ist wirklich ganz ausgezeichnet. Sie haben es ja selber gemacht. Ja, aber mit Liebe, alles mit Liebe. Liebe ist wirklich beste Erfindung seit Paradies, seit Gründung des berühmten köstlichen Apfelbaumvereines. Nein, ein bisschen mehr Zurückhaltung, Herr Baron. Mehr Noblesse oblige. Mitzi! Ja? Dein rechtes Ohrring ist offen. Oh, das bedeutet ja Pech in der Liebe. Na, sehen's na also, was hab ich gesagt? Na, was hast du denn gesagt? Dass ich Ihrer stürmischen Huldigung ein bisschen pessimistisch entgegensehe. Na, aber nicht sehen. Wenn man mal 10 Jahre beim Ballett ist, dann erfährt man allerhand. Und aus dieser Erfahrung da bilden sich gewisse Grundsätze. Mein gebildeter Grundsatz, der heißt, nur nichts anfangen mit verheirateten Herren. Schaut nichts Gutes dabei heraus. Ja, aber du ahnst gar nicht, wie Gutes dabei herausschaut. Ja, Sie reden sich leicht, aber wenn man Grundsätze hat... Aber Herr Baron, Stimme der Vernunft. Ach, nach Mitternacht, Stimme der Vernunft, völlig ungeeignet, höre ich ganz andere Stimmen, süßere. Ruhe! 18 Uhr hat Ruhe zu sein! Unerhört! Jesus, das ist der Hofrat von Vis-a-vis. Psst! So etwas sind wir nicht gewöhnt in diesem Haus! So einen Lärm! Frechheit! Was denn? Haben Sie dich auch aufgeweckt? Armes Kind, aber morgen gehe ich mich zum Hausherrn beschweren. Beschweren! Aber schau, Sie sind halt ein bisschen lustig. Ach, was? Lustig. Jetzt sind Sie still. Na also. Wir waren zu laut, es ist heute ein feines Haus. Na, warum wohnst du noch in so einem Fadenhaus? Also ich wüsste da was viel Fescheres. Ja, ja. Aber nicht für mich, denn das ist mein oberster Grundsatz. Lieber nichts essen, aber wohnen in einem feinen Haus. Ganz meine Meinung. Brillant gehört in goldenes Bett. Goldene Fassung meinen Sie? Nicht Bett, Fassung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich meine. Ich verstehe dich nicht. So ein Krawall in der Nacht und du nimmst diese Person noch in Schutz. Ach, sie grüßt doch immer so freundlich. Na und? Ist das ein Grund? Warum soll sie denn unfreundlich sein? Soll sie dich vielleicht beißen? Ich glaube, das ist kein gewöhnliches Ballettmädel. Nicht ordinär oder so. Aber geh, was verstehst denn du? Verstehst du denn so viel von Ballettmädeln, Papa? Nee, im Gegenteil, ich habe nie so etwas gekannt. Hätte es mir auch nicht leisten können in meiner Stellung als Beamter. Und so, mein Gott, 8:30, ich komme ja zu spät ins Büro, Zwicker, Uhr, mein Gott, Portemonnaie, Taschentuch, Kalender. Ja. Wiedersehen, Papa. Herr Hofrat. Oh. Bitte, Herr Hofrat, ich möchte Sie vielmals um Entschuldigung bitten wegen der nächtlichen Ruhestörung. Mir war es so peinlich. Mir auch. Ich meine, ich schreie sonst nicht über den Hof. Aber Sie haben es so recht gehabt. Ich habe sowieso immer Psst gerufen, aber die Psst waren immer ein bisschen schwach. Die Hausordnung verlangt eben, dass nach 10 Uhr... Ja, freilich. Wir waren halt so gut aufgelegt, weil... meine Freundin, die Gusti, die hat sich verlobt. Es wird bestimmt nie mehr vorkommen, ja, Herr ja, Hofrat. Ja, davon bin ich überzeugt. Grüß Gott, Frau Hertel. Grüß Gott, Frau Lenz-Dahl. Nein, Respekt. Servus. Papa, vergiss nicht, heute ist der Rockabend. Ja, danke. Hoffentlich ist er nicht mehr böse, der Herr Papa. Also, mir tut's wirklich leid, wenn er durch eine Trübung der nachbarlichen Sympathien... Mich hat's nicht gestört, dass Sie lustig waren. Es muss sehr nett sein, so eine Gesellschaft, die tanzt und lacht. Sie gehen doch sicher auch in Gesellschaft. Schon, aber da sitzen die Papas und Mamas an den Wänden herum. Vornehm. Jetzt schauen's, was? Ich beneide Sie um Ihr behütetes Dasein als Hofratstöchterl und Sie beneiden mich um ein bisschen Freiheit, die oft gar nicht so lustig ist, wie Sie glauben. Aber Sie können doch tun, was Sie wollen. Sie nicht? Nein. Sie, Frau Hofrat, Ihr Ohrringerl ist offen.
Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass eine unglückliche Liebe bevorsteht. Bevorsteht? Aber ich bin doch schon mittendrin. Wirklich? Also, das müssen Sie mir erzählen. Bei sowas bin ich gewissermaßen sachverständig. Kommen Sie ein bisschen herein zu mir, machen Sie einen Kaffee. Wenn ich nicht störe. Aber ganz im Gegenteil, Ihr werter Besuch, bitte, ist mir so angenehm. Darf ich bitten? Ein Herr Reitmeier. Wie lange wartet er schon? Eine Stunde. Kann man langsam reinlassen. Sie wünschen? Ich wollte bitten, vorspielen zu dürfen. Da doch die Stelle eines dritten Korrepetitors hier an der Hofoper. Ja, ist vakant. Ist vakant. Aber haben Sie eine Ahnung, wie viele dritte Stellen Korrepet sich schon vorgestellt haben? Ist die Wahl schon getroffen? Hm. So schnell werden bei uns in Wien nicht die Wahlen. Das geht nicht. Wir überlegen lang, bevor wir was überlegen. Haben Sie eine Empfehlung? Ja, vom Professor Fuchs. Nur? Wieso nur? Der Professor ist eine Berühmtheit. Musikalisch gesehen, sozusagen. Bitte, ist er eine. Aber da gibt's Bewerber, die haben Empfehlungen von höchsten Herrschaften, habe ich da auf der Liste. Ich such's gar nicht. Da ist einer, der... Ich hab's gehabt, die Liste. Aber... Der hat sogar eine Empfehlung von einem Kardinal. Ach. Ja. Und da ist noch einer, der hat eine vom Fürsten Schwarzenberg, vom Boldi. Oder vom Sandl. Nein, ich glaube, Dr. Boldi. Da braucht man halt eine Protektion. Ja. Baumblüte, wie ein reigenweiß gekleideter Balldamen, die sich im Tanze wiegen. Sie haben Ihren lyrischen Tag. Ja, im Frühling, junger kaiserliche Hoheit, er inspiriert mich. Lyrik, Musik. Ja, ich weiß. Aber schauen Sie, so eine Baumblüte blüht eigentlich ganz umsonst, wenn man nicht verliebt ist. Für mich jedenfalls ganz umsonst. Interessant. Ja, ich glaube selber, dass es ganz interessant ist an mir. Ich finde die Natur zauberhaft, aber nur auf dem Umweg über einen reizenden Menschen, der sie mir erschließt. Die Natur zu zweit, wunderbar. Aber so allein finde ich sie eher traurig. Ja, traurig, trist. Aber auf dem Palparee hat doch eigentlich kaiserliche Hoheit die kleine Comtesse Neubritz recht gut gefallen. Ja, das Gesicht. Die Figur ist doch auch prachtvoll. Tadellos, aber reden kann man nicht mit einer Comtesse. Ich jedenfalls nicht. Wenn ich mit so einem behüteten Mädel rede, bemühe ich mich. Und wenn ich mich bemühe, fällt mir nichts ein. Kaiserliche Hoheit präferieren zur Konversation eine kleine Schauspielerin, einen Operettenstar. Ja, das geht. Aber die schönste Erfindung auf dem Gebiet ist und bleibt das Ballett. Gefällt dir dein Baron? Gefreut, ich hab schon mal was Schöneres gesehen. Und sehr gescheit ist er auch nicht. Witzig? Ach, auch nicht. Interessant? Auch nicht. Aber seine Augen, die haben in einer gewissen Beleuchtung so einen gewissen Charme. Verstehe, sehr vermögend. Glaub schon, jedenfalls wohnt er im Sacher. Was machst du in deiner Freistunde? Ich gehe zum Friseur. Haarschneiden? Nein, rasieren. Du, schau mal, die alte Engländerin, die fliegt auf dich. Küss die Hand, Frau Baronin. Küss die Hand, Herr Baron. Hast du überbracht, Blumengewinde? Jawohl, Herr Baron. Ja. Was hast denn schon wieder zu flüstern gehabt? Streichhölzerl, Schächtelchen. Ein sehr schwieriges Wort, bitte sehr. Bleibst wenigstens heute Abend zu Hause. Ganz ausgeschlossen, teuerste Ilonka. Dringende Konferenz mit Herrn vom Wirtschaftsministerium. Servus, Herr Schindler. Ich
habe die Ehre, Herr Baron. Das ist interessant. Lieber, ich flehe Sie an, die Dame versteift sich auf diesen Arm. Ja, aber leider, diese Paris, Herr Kommissar. Sie kommt verschleiert. Ich kann doch eine Dame nicht verschleiern lassen für nichts und wieder nichts. Das kommt mir sehr, sehr peinlich. Sehr peinlich. Bitte überzeugen Sie sich selbst, das Buch der Reservierungen ist angefüllt bis an den Rand. Ja, bis an den Rand, ich weiß, aber ich bitte Sie mir zuliebe. Wenn ich spreche so noch ein Wort, ein einziges Wort mit der Frau Sacher persönlich. Ja, bitte, wenn es irgendwie vielleicht doch... Wie, Frau? Wie, Frau? Was gibt's denn, Schindler? Franzl, geh für ihn ein bisschen hinaus. Gnädige Frau, kennen doch Ihren Schindler. Bitte sehr, gnädige Frau. Sie wissen, dass er sich nicht einen Schritt nähern würde, nahen würde, wenn er sich nicht nähern muss. Na, was gibt's, hm? Gnädige Frau, wir werden bedrängt. Separiert bedrängt. Jeder einhergelaufene, unbedeutende Fatzke will bei uns separiert supieren. Schindler, jetzt sind Sie 30 Jahre in Wien und noch immer sagen Sie Fatzke. Hier gibt es keinen Fatzke. Hier gibt es einen Gegel, einen Schurl, einen Pülcher. Pilger, jawohl. Pilger, Pülcher? Pülcher. Hoffnungslos sind Sie. Nein, ich bin nicht hoffnungslos. Eines der schwierigsten österreichischen Worte kann ich bereits perfekt akzentuieren. Powidl-Tatschkollen. Das nennen Sie perfekt? Hm. Also was ist denn los? Hm? Wo happert's? Wir haben zu wenig Separis. Die Fülle der Herren, die separiert ihre einzelnen Wünsche. Sie hat Frühling, Schindler. Frühling? Ja, richtig, gnädige Frau. Diese Wahrnehmung ist, meinen Sie, Ihnen bereits vollkommen entgangen. Nur weil Ihnen wurscht ist. Nein, nein, mir ist kein Frühling wurscht. Nur ich bin vielleicht dem Frühling wurscht, der hat eine gewisse Aversion gegen vorgeschrittene Jahrgänge. Ach, reden Sie nicht von Jahrgängen, das ist kein angenehmes Gespräch. Außerdem, Männer werden sowieso nicht alt, nur wie armen Frauen. Aber gnädige Frau, das ist doch eine Herabsetzung Ihres delikaten Aussehens. Oh, Sie meinen es gut. Nein, nein, ich meine es schlecht. Ich meine es ehrlich. Mit Ihrem exquisiten Exterieur befinden Sie sich in der Blüte der Jahre. In der Blüte der wenigen, der geringfügigen, der spärlichen Jahre. Ach, geht's ganz auf. Also, wieso haben wir zu wenig Separés, ne? Was ist denn mit dem roten Salon? Man muss doch reserviert halten für den Herrn Erzherzog. Täglich? Täglich, gnädige Frau. Die Jugend, ja, ja, in der Jugend, da schäumt das Blut wie Sekt in den Adern. Kopf, Herz, Nieren, Leber, Bries, Hirn mit Ei. Ach, jetzt bin ich vollkommen in die Speisekarte gerutscht. Aber bitte, kaiserliche Hoheit. Mein lieber Jankowitz, ich komme sofort. Aber der Serkel im Kreise der allerhöchsten Familie. Eben, vor so schweren Berufspflichten trinke ich mein Glas Bordeaux im Sacher. Wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten. Na also, 15 mal 60 Sekunden. Wie viele Sekunden sind das? Rechnen Sie es ruhig inzwischen aus. Mein lieber Janker, schlottern Sie nicht, ich verspät mich nicht. Oh, kaiserliche Hoheit, gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Das ist recht. Das gibt mir das Gefühl, dass ich populär bin. Herr Schindler, bitte bringen Sie mir mal... Chateau Moreau. Mir ist so komisch heute. Nein, Sie werden mich doch nicht allein lassen. Wie Sie wünschen, kaiserliche Hoheit. Nehmen Sie Platz. Sind Sie nett, plauschen Sie mir ein bisschen was vor. Ich habe eher das Gefühl, dass Sie plauschen wollen. Und Sie sind doch sonst nicht so melancholisch, kaiserliche Hoheit. Ewig die Hoheit, lassen Sie es weg. Es ist ja ungemütlich. Ich brauche eher was Gemütliches, was Lustiges, was mich aufmuntern könnte. Naja, manchmal wächst einem manches zum Hals raus. Extra für Sie eingesteckt. Oh, danke. Bleiben Sie sitzen, Herr Reitmeier, bleiben Sie sitzen. Na, sind Sie zufrieden mit den Fortschritten, die Sie machen? Unendlich zufrieden. Das Fräulein spielt die erste Clementi-Sonate schon vom Blatt. Bravo, das spricht sehr für Ihre Methode. Ja, ich gehe jetzt ins kleine Café. Auf Wiedersehen, Lixel. Nicht stören lassen, Herr Reitmeier, nicht stören lassen. Warten Sie mit dem Abendessen nicht auf mich. Ich gehe dann später vielleicht in den Schachclub auch. Heute habe ich doch meinen Ausgang. Na und? Können das Fräulein doch nicht allein lassen mit dem Klavierlehrer. Wieso? Der geht doch in einer halben Stunde. Und wenn er nicht geht? Warum? Ah, Sie haben immer so eine entfesselte Fantasie. Wunderbar. Endlich habe ich dich ein bisschen für mich allein. Ungestört. Ja, das ist schön. Nur,
Ich möchte dich für immer allein. Für immer ungestört. Was soll ich nur tun? Ich habe keine Empfehlung vom Fürsten Schwarzenberg. Und von einem Kardinal schon gar nicht. Und das ist eine Gemeinheit. Diese Protektionswirtschaft, diese Klickenwirtschaft. Wer oben ist, ist oben, wer unten ist... Bleibt unten sein Leben lang. Sag das nicht. Das klingt so traurig. Schau, der Schubert hat doch auch lang gebraucht, bis er sich durchgesetzt hat. Ja, erst wie er tot war. Wenn ich tot bin, dann kann ich dich nicht mehr heiraten. Toni, sei nicht so elegisch. Irgendwas wird schon daherkommen, was uns hilft. Mitz, dass ich dich habe gefunden, es ist ein Glück, ein unscheinbares. Wieso unscheinbar? Pardon, falsch ausgedrückt, wollte sagen, unwahrscheinliches. Seit meinem 13. Lebensjahr in Everögen de Solopusta, ich war nicht so verliebt. Aber okay. In meine Gouvernante. Äußerst reizbares, reizvolles Mädchen. Du, ich glaube beinahe, du sehnst dich noch jetzt nach ihr. Warum bitte? Weil du gar so traurig reinschaust. Nicht traurig, nur besorgt. Weil Hausjäckchen von deinem gewesenen Bräutigam, es ist ein bisschen eng. Siehst doch aus. Geht nicht, weil habe ich, pardon, Hosenträger. Was hast denn? Unten im Wagen meine Frau. Ach, um Gottes Willen. Vielleicht täuschst du dich. Täusche mich nicht. Kenne den Kutscher. Wagen steht unbeweglich vor Türe des Hauses. Fräulein Lixi, helfen Sie mal. Bitte, Fräulein Lixi, es gibt sonst den peinlichsten Wirbelskandal. Scheidung. Er zieht dazu. Wer? Da lacht sie. Seine Frau sitzt im Wagen unten vorm Tor. Na ja, irgendwie muss sie es erfahren haben, dass er öfter hier bei mir im Haus... Bitte, Fräulein Lixi, bitte, gehen Sie mit ihm hinunter und sperren Sie ihm das Haustor auf. Schauen Sie, Fräulein Lixi, wenn man Sie so anschaut, so unschuldig, da glaubt ihm sogar die wütendste Frau Gemahlin, glaubt ihm dann, dass er nicht bei mir, dass er bei ihrem Herrn Vater war. Ganz so lieb. Gut, ich hole nur schnell den Haustorschlüssel. Ja, danke, danke. Stell dich nebenan ans Fenster. Jetzt nicht, erst wenn ich unten bin. Und streich dir den Spitzbart in die Mitte. Ja, aber warum denn? Na, wieder Papa. Was? Erklär ich dir später. Danke tausendmal. Küss die Hände. Sie gestatten, warum Köre Schasi. Sehr angenehm. Also servus, Lazi. Wiedersehen, Frau Lixi. Danke. Darf ich ergebenst auch um Ihren Namen bitten? Weil sonst kann ich Gnädigste nicht vorstellen, meine Ilona. Lixi Hertel. Mein Papa ist Hofrat im Ministerium. Im Wirtschafts? Nein, im Forstministerium. Schade. Naja, so. Macht nichts. Danke jedenfalls tausendmal. Küss die Hände. Rätsel, das holst du mich ab. Sicher hat man dir gesagt im Ministerium, dass auch heute bin besuchen gegangen, alten Freund. Besprechen Wirtschaftslage. Darf ich bekannt machen? Junge Dame ist Töchterchen von Hofrat Hertel. War so gütig, mir aufzusperren, Tore, Türe. Meine Gattin Ilona. Ich freue mich sehr, liebes Fräulein. Küss die Hand. Servus, lieber Hofrat, servus. So ein reizendes Töchterl. Sicher wird sie vom Papa streng behütet. Wie im Kloster. Aber uns erlaubt er bestimmt, dass wir sie einmal einladen in Sacher. Oder an einem schönen Tag zu einer Praterfahrt. Such einen Tisch aus, Lazi. Ich muss mich erst ein bisschen refreshieren. Gut. Immer dieselben Witz im Witzblatt. Einmal müsste man wirklich was anderes karikieren. Zum Beispiel mich. Mit Misswillen, kaiserliche Hoheit, das wäre ja abominabel. Jetzt schauen Sie, Jankerl, was sich der Knacker da drüben für ein süßes Mädel geschnappt hat. Geschnappt? Es wird wohl seine Tochter sein. Aber keine Spur, wie er auf sie einredet. Wenn das seine Tochter ist, fresse ich einen Besen. Nie kann vergessen, was Gnädigste für mich getan haben, war wirklich allerbarmherzigste Rettung. Ich hab's dem Fräulein Starek zu lieb getan. Sie ist ein so netter Mensch. Ja. Und Sie dürfen sie nie im Stich lassen. Ich meine als Freund, in allen Ehren.
Aber selbstverständlich, wer hätte anderes gedacht? Höchste Zeit, kaiserliche Hoheit. Wir hassen schon wieder. Die Geburtstagsjause der kleinen Durchlauchten von Liechtenstein. Inständigst bittig, kaiserliche Hoheit, allerhöchste Zeit. Aber die Jause ist doch nicht so wichtig. Wenn sich kaiserliche Hoheit bei den jungen Durchlauchten absentieren, dann werden das die alten, pardon, die durchlauchtigsten Durchlauchten für einen Affront halten. Na schön, gehen wir halt, aber nicht gern, Janker. Hm. Wo ist denn die Jause? In... Zum Wohl. Im Sacher. Das ist ein schwacher Trost, aber immerhin ein Trost. Na, habt ihr noch nicht bestellt? Mädel genauer angeschaut? Nein, kaiserliche Hoheit. Wozu sitzt uns dann neben mir? Nur als Tafelschmuck? Verzerrung, ich war mit meinem nervösen Leiden beschäftigt. Mit Ihrem Schnackerl? Schluckauf. Den haben's oft. Wenn ich nervös bin, fange ich an zu schluckaufen. Aufzuschlucken. Was blüht uns denn nach der Jause? Die Gala-Vorstellung in der spanischen Hofreitschule vor den ausländischen Gästen und im Anschluss daran das intime Hofkonzert mit dem berühmten Sänger Caruso. Keine Möglichkeit zur Flucht? Leider nein, da kaiserliche Hoheit ja in Vertretung seiner Majestät anwesend sein müssen. Wer ist denn alles da? Die Hoheiten von Lippe Detmold, Montenegro und Dschibutistan. Oje, so weit auseinanderliegende Herrschaften. Hoffentlich vertragen sie sich. Sie, Janker, das Mädel möchte ich gern wiedersehen. Fräulein Lixi, wenn Sie die Gala-Vorführung in der Reitschule so interessiert, dann kommen Sie doch einfach mit in unsere Loge. Das wäre schön, aber es geht ja nicht. Warum? So ein großes Abendkleid habe ich ja gar nicht. Nur mein Tanzstundenkleid. Es zipft ein bisschen nicht arg. Wenn es das nur ist, ich leihe Ihnen eins. Die Sophie wird es auf ihre Figur herrichten, ja? Aber das kann ich ja nicht. Aber hier können Sie allerdings nicht bleiben, ein junges Mädel allein. Aber Lazi, schau, dass du die Frau Sacher findest. Vielleicht ist sie so lieb und kümmert sich ein bisschen um unseren jungen Gast, ja? Sofort, teuerste Ilona. Bis später. Ich war beim Caruso. Beim Caruso warst du? Ja, was hast denn da wohl? Eine Empfehlung natürlich. Bitte, wenn jetzt auftaucht, junges Mädchen, bitte ergebenst um erlaubten Eintritt. Ach so? Mädchen ist Schützling von meiner Gattin. Kavalleristisch ausgedrückt, rassevoll aus bestem Stalle. Ach so? Ja. Was hast du ihm denn gesagt, dem Caruso? Ist ja egal, hat mich ja doch nicht verstanden. Ich habe ihm gedeutet, dass er was schreiben soll für mich. Da hat er was geschrieben für mich. Sein Autogramm. Ach, nix, ich geb's auf. Bin ein hoffnungsloser Fall. Aber ich nicht. Ich geb nichts auf. Ich schreib der Intendanz. Oder ich geh selbst zur Intendanz. Du? Du hast da gar keinen Einfluss. Nein. Aber soll man sich denn alles gefallen lassen? Ist man denn ein gar nichts, ein niemand? Ich finde schon die richtigen Worte. Dass die Herren einsehen, dass ein junger Musiker eine Stellung haben muss, damit er heiraten kann. Denk an den Mozart. Dem ist auch so gegangen. Immer vergleichst du mich mit Leuten, die erst nach ihrem Tod zu Geld kommen sind. Toni! Wenn inzwischen warten wollen im Schreibzimmer, aber mich müssen jetzt bitte entschuldigen, bitte. Ist das hier das Schreibzimmer? Ja, hier nebenan. Ich soll nämlich hier warten. Ich weiß, ich bin Frau Sacher. Baron Körischhase hat sie bereits angekündigt. Bitte, nehmen Sie Platz. Verzeihung, entschuldigen. Der Kommerzial hat da so etwas von dringend Sekieren. Macht dann wegen des selber. Er sagt allerdings, er wacht in einen Traum. Also eine einmalige Gelegenheit, eine Okkasion. Eine Dame der allerbesten Gesellschaft, die ihn bestimmt vernichten würde, wenn er das Separé nicht bekommt. Erzählen Sie mal das draußen. Ja, bitte. Oder warten Sie sich nicht selbst mit. Gerne. Komm gleich wieder zurück.
Ich möchte bitte einen Brief schreiben. Bitte schön. Bitte sehr. Danke, Herr Ober. Entschuldigen Sie, aber man nennt mich hier nicht Herr Ober. Nicht? Man sagt Herr Schindler zu mir. Selbst der König von Spanien, der kein Wort Deutsch sprach, sagte zu mir Herr Sindler. Entschuldigen Sie schon, wenn ich das so nebenbei erwähne, aber wenn man es zu einem Namen gebracht hat, dann möchte man... Entschuldigen. Natürlich. Nur kein umflortes Gesicht, lieber Jankowitz. Ich werde pünktlich in der Reitschule sein. Wie viel Zeit haben wir denn? 1637 Sekunden. Großartig, Jankel. Na, das reicht doch. Für ein Glas oder zwei. Zu einem Festabend muss man gestärkt entgegentreten. Bitte schicken Sie uns den Herrn Schindler. Sehr wohl. Machen Sie sich's kommod. Kaiserliche Hoheit. Kaiserliche Hoheit, sind da? Ja. Das wird sofort serviert werden, Kaiserliche Hoheit. Dann habe ich nur eine Befürchtung, es wird ein einziges Debakel. Ja, was ist denn? Warum sind Sie denn so auseinander? Steht im Abendblatt, dass ich gestorben bin? Um Himmels Willen, Kaiserliche Hoheit. Also der Herr Kammerdiener hat soeben telefonisch durchtelefoniert, dass Kaiserliche Hoheit uns heute nicht beehren will. Ja, das stimmt. Ich bin heute in der spanischen Reitschule. Gott sei Dank, Kaiserliche Hoheit, da fällt mir ein Stein vom Herzen, weil ich ihn nämlich schon vergeben habe, den roten Salon. Sie denken nur an Ihren Salon. Ja. Statt in rührender Weise Ihr Mitgefühl zu äußern. So ein hochoffizieller Empfang ist sehr mühsam für mich, gar nicht amüsant. Kaiserliche Hoheit, ich habe ein Mitgefühl, sogar ein sehr rührendes, aber ich habe ihn schon anderweitig vergeben. Den Salon wird sofort serviert, kommt sofort, Chateau Moreau. Kaiserliche Hoheit. Darf ich allergehorsamst darauf aufmerksam machen, dass die Zeit fortschreitet? Ja, das tut sie meistens. Bitte, Kaiserliche Hoheit, ich trage die Verantwortung. Ich stehe hier wie auf Nadeln. Sie können abtreten von den Nadeln. Ich werde pünktlich drüben sein. Gehen Sie ruhig voraus. Das heißt, holen Sie mich, wenn es soweit ist. Ich habe die Ehre. Servus. Bitte, Kaiserliche Hoheit. Befehlen, Kaiserliche Hoheit. Dass sich die Dame entfernt. Dame? Danebenan sitzt eine und schreibt. Ja, warum soll sie nicht schreiben, wenn es ihr Spaß macht? Ich schreibe nicht gern. Der Wein ist richtig temperiert. Wir haben uns heute schon einmal gesehen. Ja, Kaiserliche Hoheit. Aber da habe ich nicht gewusst, dass Kaiserliche Hoheit eine Kaiserliche Hoheit... Ich habe mir gewünscht, dass wir uns wiedersehen. Der Zufall, der das zu Wege gebracht hat, verdient einen Orden. Ich hoffe, Sie unterstützen ihn noch ein bisschen, den Zufall, und nehmen Platz. Sie wissen, wer ich bin. Aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Das kann nicht so bleiben, das sehen Sie doch ein. Ich bin... Lassen Sie mich raten, ich tue das gern. Ein junges Mädel, abends allein im Sacher. Entweder eine Comtesse, deren Ruf so erhaben ist. Keine Comtesse. Ach, Gott sei Dank. Mit Comtessen, wissen Sie, überhaupt so mit Mädeln aus gutem Haus, liegt mir das gemütliche Plauschen nicht. Ich würde aber gern mit Ihnen plauschen. Ich auch. Wie sich das trifft. Also sehen Sie, wenn Sie kein behüteter Stammgast sind, wer kommt sonst noch in Sache allein? Doch nur ein Fräulein, das einen ehrenwerten, aber beschwingten Beruf hat. Eine Dame vom, hoffentlich vom Ballett? Ja. Sehen Sie, ich hab's gewusst. Gehofft. Und ich hoffe weiter. Wann sehen wir uns wieder? Wann supieren wir zusammen? Morgen, übermorgen. Kaiserliche Hoheit, es geht nur heute. Aber Kindl, gerade heute geht's nicht, weil heute ist nämlich der Galaabend mit sämtlichen Potentaten, da muss ich dabei sein. Ja schon, aber ich habe nur für heute einen Vorwand, den ich brauche. Mein Papa... Bitte erzählen Sie jetzt nicht die Geschichte vom greisen Vater, der so streng zu Ihnen ist. Mein Vater ist nicht so. Und verstehen Sie mich recht, Kaiserliche Hoheit, so gern ich möchte. Es ist natürlich ein großes Glück für ein Mädel, wie ich es bin, mit einem Erzherzog zu soupieren. Es bedeutet den Aufstieg, den großen Sprung. Ach, nur deswegen? Wollen Sie mit mir? Nein, nein. Aber gerade deswegen, weil ich doch nicht deswegen...
Bitte. Es geht nur heute. Gegen Ihre Augen kommt die ganze spanische Hofetikette nicht auf. Ich weiß nicht, was daraus werden wird. Etwas Furchtbares wahrscheinlich. Aber Ihnen zuliebe riskiere ich einen kleinen Skandal. Sie kommen heute. Ich springe nur hinüber, damit ich wenigstens da gewesen bin. Und wenn die Aufmerksamkeit ganz auf die Pferdchen konzentriert ist, echappiere ich. Aber dass mich dann nicht sitzen lassen. Und Sie mich auch nicht. Also, in einer kleinen halben Stunde? Und wo soll ich dann sein? Im Roten Salon. Und mit wem? Wieso? Es gibt ja viele Erzherzöge, nicht nur eine. Ach so. Peter Ferdinand. Auf Wiedersehen, kaiserliche Hoheit. Herr Schindler. Kaiserliche Hoheit. Herr Schindler, bitte, ich wollte nur sagen, ich brauche doch den Roten Salon und ein Souper zu zweit. Ja, aber den habe ich doch mit kaiserlich-königlicher Erlaubnis bereits anderweitig vergeben. Sitzen wahrscheinlich schon drin. Natürlich nicht so tief wie ich, denn tiefer geht's schon nicht mehr. Das ist die tiefste Bredouille seit dem Jahre 1890, als ich irrtümlich zur Fürstin Metternich hineingerannt bin, die ich beinahe fast unbegleitet gesehen hätte, wenn die Fürstin nicht zufälligerweise einen Waschlappen in der Hand gehalten hätte. Was soll ich jetzt machen? Kaiserliche Hoheit. Wie? Was soll ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich muss erst in die Reitschulen dann durchbrennen, wie als kleiner Kadett. Lang ist's her. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch wie ein Kadett... Also servus, Herr Schindler, machen Sie das gut. Ich komme zurück. Ich suche ein Fräulein, für das ich das Kleid von meiner Gnädigen ändern soll. Was für ein Fräulein? Ein junges. Mehr wissen Sie nicht? Nein, weil ich den Namen vergessen habe. Wenn ich ihn nicht vergessen hätte, wüsste ich ihn schon. Ein junges Fräulein. Aber ich finde es nicht im ganzen Hotel. Wen finden Sie nicht? Das Fräulein von meiner Gnädigen, der Baronin Körreschasi. Ach so, das Fräulein im kleinen Salon. Warten Sie, ich sag's Ihnen. Na, Schindler, warum blühen Sie denn hier so einsam? Wo ist denn das Fräulein? Weggegangen. Der Erzherzog will mit ihr soupieren im Roten Salon. Das kleine Fräulein ist vom Ballett. Das erste hat er gesagt und das zweite habe ich vernommen. Schindler, Sie haben gehorcht? Nie. Nur ein bisschen, wenn es geht. Es gehört ja zum Beruf. Nicht unbedingt. Und das Ballett stimmt nicht. Sie kommt aus bestem Haus. Aber dann würde sie doch nie mit ihm soupieren. Herrgott, leben Sie in einer anderen Welt. Wissen Sie denn nicht, dass die besten Häuser zum Wackeln anfangen? Und ich breche zusammen. Was soll ich jetzt machen? Ich habe doch den Salon schon vergeben an den Stangl, jetzt habe ich dessen Titel vergessen. Jetzt hat sich mir das Ganze auf den Nerv des Titelvergessens gelegt. Das ist furchtbar. Wird mir den ganzen Abend kein einziger Titel mehr einfallen. Lieb vom Fräulein Starek, nicht? Dass sie mir das Kleid geliehen hat, ein so schönes Kleid. Ja, und reizend von der Baronin, dass sie dich eingeladen hat zu einer solchen Gala-Vorstellung. Ja, sie war gleich so nett zu mir, nur weil das Haus da schon zu war. Und du gerade dahergekommen bist. Zufällig, weil ich den Reitmeier aufgesperrt habe. Bravo, solche Leute revanchieren sich für die kleinste Gefälligkeit in nobler Art und Weise. Warum sie plötzlich verschwunden ist? Also wenn viel kann erklären, das kann nicht erklären. Vielleicht ist sie gar keine Hofratstochter. Du hast mir das Ganze nur vorgeschwindelt. Also schwöre das nicht, habe vorgeschwindelt, schwöre. Na? Herr Polizeirat, der Erzherzog Peter Ferdinand ist noch immer nicht eingetroffen. Ihr habt den Panikel schon in Sache geschickt. Sie sind gekommen. Ja, eigentlich nicht.
Ich bin ganz gegen meinen Willen hier. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen, weil mein Mann zufällig in der Gala-Vorstellung ist. Wunderbar. Dort kann er nicht weg. Ja, Gott sei Dank. Wissen Sie, ich bin nämlich zum ersten Mal in so einer Situation. Das ist ja nicht möglich. Eine so schöne Frau wie Sie. Darf ich helfen? Nein, danke. Ich lege nicht ab. Ich gehe ja gleich wieder weg. Ich bin ja nur gekommen, weil Sie mir seelisch so sympathisch sind. Natürlich, natürlich, Isabella. Bella. Oh! Was ist denn? Ihr Dekolleté. Das ist ein Anblick, der einen schon seelisch erschüttern kann. Isabella, wir haben nur 2 Stunden Zeit. Ja. Wenn Ihr Mann... Ach, dann mein armer Mann. Der ahnt ja nicht, dass ich hier mit Ihnen... Für eine anständige Frau ist es schrecklich. An Ihren Mann zu denken. Und denken Sie nicht. Empfinden Sie nur, mir zu lieben, ja? Wie soll ich denn das machen? Und dafür gibt es verschiedene Rezepte. Am besten, Sie schließen die Augen so schön und sanft wie ein liebes kleines Medi. Ja, so. Und jetzt, Auge zu und Bussi geben. Och, es war berauscht. Ja, wenn Sie nur nicht vorher Bussi gesagt hätten, das hat mir ganz aus der Stimmung gerissen. Warum? Das sagt mein Mann immer zu mir vor dem Schlafengehen. Ausgerechnet, wenn ich dieses Wort nie wieder in den Mund nehme. Un baiser. Isabella, Isabeau, mille baisers. Ja, das klingt schon besser. Oh, je t'aime. C'est si bon. Non, non. Par excellence, parbleu. Mausi. Mausi. Das hat mir wieder ganz aus der Stimmung gerissen. Es sagt mein Mann immer zu mir nach dem Schlafen gehen. Fritz, jetzt haben wir die Katastrophe. Wir brauchen den Herrn Erzherzog für den Roten Salon. Ich meine, wir brauchen den Roten Salon für den Herrn Erzherzog. Aber es sitzt doch wer anderer drin. Ja, das weiß ich, aber der muss eben raus. Jetzt musst du so obstinat, so renitent, so schikanös servieren. Was soll ich? Ach, jetzt muss ich dir das wieder in deine eigene Sprache übersetzen. Du musst also so Tramhappert, so Hopatatschert, so Potschert servieren, dass er beleidigt ist und geht. Herr Schindler, ja, das kann ich nicht. Ah, das haben wir mir gedacht, Fritz. Du lässt mich im Stich, ja? Fritz, recht hast du. Geh nur. Du sollst nicht sehen, wie die Ehre dieses Hauses mit Füßen getreten wird, mit deinen eigenen treuen Füßen, die seit 30 Jahren für das Wohl dieses Hauses zittern. Naja, was sein muss, muss sein. Wenn mir das Herz blutet. Wenn die Jugend versagt, muss ich eben die Herrschaften bedienen. Gestatten Sie, Herr Finanzamtsdirektion, ach Entschuldigung, gestatten Sie, dass ich Ihnen vielleicht die Suppe serviere, denn nach der Suppe ist sowieso eine etwas längere Pause. So? Denn die Tornedos, die sind verbrannt. Verbrannt? Jetzt haben wir doch schon eine halbe Stunde. Ja, aber deswegen sind Sie ja eben verbrannt, denn unser Herd entwickelt eine solche Hitze, ein solches Feuer, eine solche Glut. Es ist schon nicht mehr normal. Kaum stellt man etwas hin, dann ist es schwarz, dann ist es verbrannt. Und dazu haben Sie einen französischen Koch. Aber liebe Frau, kann denn der Koch mit dem Herd französisch sprechen? Mit der Glut, mit dem Rauch? Übrigens wird der Rauch gleich hier sein. Er verbreitet sich mit Windeseile durch sämtliche Räume, mit allen Kohlenoxidgaserscheinungen. Ja, unsere Gäste haben schon alle Erscheinungen gehabt. Ich auch. Mir ist die Fürstin Metternich erschienen, mit dem Waschlappen in der Hand. Waschlappen? Da fällt mir mein armer Mann wieder ein. Ich habe ihm das Eau de Cologne ausgeschüttet im Badezimmer. Alle Gäste verlassen bereits das Hotel. Ich würde ebenfalls vorschlagen, auf die Fortsetzung dieses Soupers fluchtartig zu verzichten. Aber keine Spur. Das sind doch feige Leute. Ich weiß nicht, ich rieche auch etwas. Rauch, Kohlenoxidgas. Die gnädige Frau riecht. Es wäre mir schon schrecklich, so jung zu sterben. Ohne wenigstens vorher ein einziges Mal. Also ich rieche nichts. Ich rieche überhaupt nichts. Ja, aber ich rieche es kolossal. Mir legt sich geradezu auf die Brust. Aber Unsinn. Mir schmeckt die Suppe trotzdem großartig. Was hast du denn? Was haben Sie denn? Ach, in der Suppe. Nur ein kleines, niedliches, herziges Härchen. Ja, unmöglich! Ja, das ist unmöglich, natürlich. Muss man sofort abservieren. Was sowas passiert bei Ihnen? Deshalb soupiert man bei Ihnen? Nein, bei uns passiert das niemals, Herr Kommissionsrat. Stellvertretend. Es ist furchtbar mit dem Nerv. Es liegt geradezu ein Verhängnis in der Luft. Mir ist auch so sonderbar, ist mir. Ja, aber dagegen gibt es doch etwas, eine Stimulanz. Natürlich, Alkohol. Wein, gestatten Sie, Herr Kommandant. Entschuldigen Sie, dass... Fällt Ihnen denn ein? Was fällt mir denn bloß ein, ja? Ja, aber das wird doch wieder weggehen. Ja, Salz verschütten. Nein, auf keinen Fall, Salz. Oh nein, dann wird der Fleck vielleicht noch größer, geht eine neue chemische Verbindung ein und macht vielleicht ein Loch in den Stoff. Aber 14 Tage lang war mein Mann böse wegen dieses teuren Kleides. Und jetzt führen Sie mich in ein Lokal.
egal, wo salzige Verbindungen eingehen. Das tut mir furchtbar leid, ist mir sehr peinlich. Habe ich aber schon genug von dem Abenteuer. Das aber Isabella, Sie werden doch nicht wegen einem solchen Lappalie... Also, Lappalie nennen Sie das? Sie kommen nach Haus? Mein Mann sieht den Fleck, der bricht mir doch zusammen. Vielleicht kann man ihn feucht aufbügeln, ja? Was, mein Mann? Nein, weil er den Stoff nicht. Was einen schönen Abend wagen Sie mir da zu bieten. Brände in der Küche, Vergiftungen in der Luft, ein Haar in der Suppe, ein Fleck am Kleid, aber alles wegen eines blödsinnigen Besitz. Isabella! Ja, aber geben Sie mir, mein Mann. Bitte sehr, wie gefragt. Isabella! Na! Na! Die hätten wir draußen immer noch besser ein Haar in der Suppe als für den Herrn Erzherzog. Kein Separé! Bleib du nur sitzen, es ist mir lieber, wenn ich allein. Ich muss meine Fassung wiederfinden. Deine ständigen Liaisons. Ich würde, bin unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Der Montenegriner hat's bemerkt. Ja, und der Adjutant der Schwarzen Hoheit, der ohne die Schild, der hat ganz schief geschaut. Unbegreiflich, dass kaiserliche Hoheit einen derartigen Affront, eklat. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich schon. Wie ich Sie gesehen habe, die Verschleierte, habe ich alles gewusst. Sie wissen eben alles ganz genau. Dabei wissen Sie nicht einmal, wer. Wieso nicht? Ich habe Sie erkannt. Ja? Da staunen Sie. Ihr Bauch staunt, aber man staunt ja nie aus. Hübsch ist es hier. Nur Spiegel ist keiner da. Ja, wieso denn nicht? Dort hängt einer dort auch. Ja, ich meine, kein verkratzter Spiegel. In Romanen habe ich immer gelesen, dass in Separés Spiegel hängen mit eingravierten Herzen. Kindl, jetzt tun's nicht, als ob's noch nie so wo gewesen wären. Ich tu gar nicht. Natürlich war ich so wo schon oft. Nur zufällig war halt nie ein Spiegel da, in dem etwas eingraviert war. Das beweist, dass sie nur im besten Lokal war. Ein liebes, lustiges Mädel, das sich nicht gleich von jedem einladen lässt. Nein. Nicht von jedem. Freut mich, dass ich zu denjenigen gehöre, die... Ich könnte sie dauernd anschauen. Aber praktisch wäre es nicht, weil wir doch einmal mit dem Essen anfangen müssen. Jetzt sagen Sie, ich weiß ja noch gar nicht, wie heißen Sie eigentlich? Ist zu wenig. Mitzi? Nur Mitzi, sonst nichts. Starik? Kaiserliche Hoheit haben geläutet. Wir können anfangen, Herr Schindler. Bitte, Kaiserliche Hoheit. Das ist ein hübscher Ring, den Sie da haben, darf ich? Ein Erbstück. Das Erbstück ist wirklich ein Erbstück, ich meine echt. Stammen Sie vielleicht aus einer Familie, die früher... Reich war und jetzt verarmt ist? Nein, das nicht. Wir sind einfache Leute. Postbeamte, Magazinöre, Buchhalter. Nur einer ist ein Künstler. Mein Bruder. Ach? Er spielt großartig Klavier. Die schwersten Sachen, wunderbar. Aber was nützt das alles, wenn man keine Protektion hat? Vielleicht könnte man etwas für ihn tun. Ich könnte gelegentlich an geeigneter Stelle ein Wort fallen lassen. Kaiserliche Hoheit, Sie werden doch nicht glauben, dass ich absichtlich... Aber nein, so eine Absicht sehe ich jeden gleich an. Mein Bruder, das ist mir nur so herausgerutscht. Aber talentiert ist er wieder Schubert. Ich meine, nicht so talentiert. Ich meine, das Glück, das er auch nicht hat. Sie haben ihn sehr gern. Ja. Er ist mein Lieblingsbruder. Weil ich doch keinen anderen hab, reden wir nicht mehr davon. Warum nicht? Ich find's reizend, dass Sie Ihren Bruder so gern haben. Geben Sie mir auf alle Fälle seine Adresse. Nein, nein, das will ich nicht.
Es reut mich schon, dass ich überhaupt... Ehrlich. Ich weiß selbst nicht, warum es mich auf einmal so reut. Also, die Adresse? Die weiß ich im Augenblick gar nicht. Mein Vater hat ihn hinausgeschmissen, weil er doch keinen Künstler in der Wohnung haben will. Ich verstehe. Abgerissen, das Kettel. Nur abgerissen, nicht nur aufgegangen. Ich mach's Ihnen zu. Drum wohnt er jetzt, ich meine, sitzt er jetzt im Café Zentral. Und dort kennt ihn jeder als der Klavierlehrer Toni. Kann man vielleicht ein Fenster aufmachen? Ist ein bisschen sehr schwül hier. Heiß, warm. Geht das, Schindler? Ich will den kaiserlichen Hoheit befehlen, nur Fenster aufmachen, das ist sehr schwierig, weil keine Fenster da sind. Fenster werden hier selten verlangt. Aber man könnte vielleicht einen Ventilator... Schön, Ventilator. Bitte, kaiserliche Hoheit. Herr Schindler. Bitte? Verzeihung. Bitte, kaiserliche Hoheit. Es handelt sich um ein Dessert, ein ganz besonderes. Guten Abend, Herr Anton. Hier vielleicht? Ja, danke schön. Guten Abend. Gib es mir Würsteln mit Sehen. Würsteln sind leider aus. Ich. Vielleicht Gulasch? Nein. Das Gulasch ist halt sehr gut. Ja, schön Gulasch. Und ein Bier. Bitte. Wissen Sie, ich esse sonst immer zu Hause. Ich halte nämlich furchtbar viel auf meine Wohnung. Nur heute habe ich es nicht ausgehalten, so allein. Allein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das Fräulein allein... Selten, aber manchmal. Naja, kommt vor. Sie sagen sich, haben Sie doch schon irgendwo gesehen? Spaßig, nicht? Aber wirklich? Ja, ich glaube auch, dass ich das Fräulein schon einmal irgendwo... Wohnen Sie vielleicht im gleichen Haus? Wohnen ja viele Leute im Haus Rahlgassen 1. Nein, wohne nicht, aber ich gehe dort oft aus und ein, weil ich dort Stunden gebe. Klavierstunden. Klavier? Na sowas. Also dann sind Sie der bewusste Gewisse? Vergiss. Aber so geschreckt bei uns nicht reinschauen. Ich weiß zwar alles, aber ich rede nichts weiter. Bin die Verschwiegenheit selber. Danke. Prosit. Herr Reitmeier. Prosit. Reizend. Wo spielst du denn den schönen Walzer? Vielleicht in einem anderen Separé. Nein, ich trinke nichts mehr. Aber Mitzi. Nein, wirklich, ich kann nicht. Ich bin's nicht gewöhnt. Ist doch gerade das wichtigste Glas. Das wichtigste? Wieso? Weil ich Bruderschaft trinken möchte mit Ihnen. Sie? Mit mir? Hm. Ich? Mit dir? Das geht doch nicht, kaiserliche Hoheit. Das geht wirklich nicht, glaube ich. Ja, warum nicht? Was hast du denn dagegen? Dagegen nichts, nur... Na komm. Also der Kuss gehört dazu? Gehört dazu? Bin ich jetzt wirklich mit Ihnen per Du? Wie mit gewöhnlichen Leuten? Freilich. Ich sag Mitzi zu dir und du? Ich kann doch nicht... Ich weiß ja gar nicht, wie man einen Erzherzog abkürzt. Ich heiße doch Peter Ferdinand. Peter Ferdinand? Vielleicht Peter allein? Hm? Es geht nicht. Ich hätte nicht herkommen sollen. Es nützt ja nichts, was man sich vorgenommen hat und was man sich selbst versprochen hat, wenn man es dann einfach vergisst. Aber Mitzi, Liebe. Ich habe nur eine Entschuldigung.
den Champagner. Es waren mehr als zwei Flaschen, bestimmt. Bitte, sag. Sag es, dass es mehr waren. Sag, war schon richtig. Ich muss gehen, sofort gehen. Warum denn? Was hast du denn? Ich möchte nach Hause. Warum denn? Ich schäme mich so. Aber Mitzi, nur weil wir ein bisschen lustig sind. Es ist so ungewohnt. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich war noch nie so wo in einem Zimmer ohne Fenster. Warum soll ich denn das nicht glauben? Alles ist einmal das erste Mal. Und wie nett von dir, dass du dir gerade mich ausgesucht hast. Vielleicht bin ich gar nicht hier. Vielleicht liege ich zu Hause und träume nur, dass ich mit Ihnen so gut bekannt bin. Mit dir? Mit dir? Ich bin mit einem Erzherzog per dir. Ich muss einen Schwips haben und bild mir das alles nur ein. Sie gefallen mir halt so gut. Hoffentlich kommt der Kellner herein, der Herr Schindler, der einen Namen hat. Hoffentlich kommt er sonst. Sonst? Peter Ferdinand. Bitte läuten Sie dem Kellner. Das wäre nicht sehr gescheit von mir, wenn ich jetzt läuten tät. Bitte. Ich bitte dich, sei gnädig, Leut. Was ist denn? Herein. Kaiserliche Hoheit, das besondere Dessert. Dessert? Ach so. Schaut. Na schön. Bringen Sie es herein. Bitte. Es ist jetzt nicht gerade der richtige Augenblick, aber ich habe dir eine besondere Freude machen wollen und habe um ihn geschickt. Um wen? Um deinen Bruder natürlich. Ich habe nicht wissen können, dass ich mich so blödsinnig in dich verlieb, so ohne Sinn und Verstand. Nein. Mit so viel Sinn und Verstand. So, also jetzt. Ordnung, Haltung, Disziplin. Ja, bitte. Verzeihung. Bitte. Kaiserliche Hoheit. Entschuldigen Sie. War gar nicht vorbereitet, haben wir gar nicht rasiert. Das macht fast gar nichts. Sie sollen ja so talentiert sein. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Ihre Schwester hat Ihr Talent in so glühenden Farben geschildert. Vielleicht spielen Sie uns was vor, wenn es Ihnen passt. Wenn es Ihnen Freude macht. Bitte. So, Herr Starek. Und jetzt bitten wir um ein künstlerisches Programm. Nichts zu Lautes, gell? Lieber was Leises, was Romantisches. Sie reden ja gar nichts. Sind Sie ein bisschen nervös wegen mir? Ich werde nicht so kritisch sein. Ich meine, ich werde nicht so tun, als ob ich mehr verstünd als der Musiker selbst. Keine Protektion. Ich bin nicht der Bruder und ich heiße nicht Starek. Ich habe gedacht, sie ist eine anständige Person. Sie soll sich schämen. Kaiserliche Hoheit, die Sachertorte. Darauf haben wir es wenig Appetit. Was? Kaiserliche Hoheit, ich weiß nicht, wie soll ich Ihnen das erklären? Reden wir doch wenig helfen. Schaut. Ich habe mir eingebildet, es ist alles echt. Wir plauschen, wir lachen, wir... Na? Und alles wegen eines Bruders, der gar kein Bruder ist. Komisch, dass ich der Komiker bin in dem Stück. Ich habe alles geglaubt.
Ich war sehr glücklich. Das war ich schon lange nicht mehr. Es ist mir schon alles so sinnlos vorgekommen. Der Dienst, der keiner ist. Affären mit Damen, die keine Damen sind. Und dann halt der Abend mit dir, der beinahe alles gut gemacht hätte, was man... So. Jedenfalls hast du ausgezeichnet gespielt. Sehr schön, sehr talentiert. Was das Spielhonorar betrifft, am besten, ich erledige das gleich. Ich schreibe mir ein paar tief empfundene Worte an die Generalintendanz. Wie heißt der Jüngling, den ich so glühend protegiere? Toni Reitmeier. Reitmeier. Den ich dir, verehrte Exzellenz, von Herzen empfehle. Danke, aber... Kein Aber. Ich lieb doch Sie. Plag dich nicht. Du kriegst ja den Brief. Ja, ich bin mit der Absicht hierher gekommen, ihm zu helfen. Weil ich gewusst habe, dass Sie allmächtig sind und er nur ein armer Teufel. Aber dann hier... Ich habe den Toni gern. Er tut mir leid. Jetzt erst recht. Aber ich kann nichts dafür. Wofür kannst du nichts? Ich habe doch außer dem Toni keinen Menschen gekannt. Zweimal war ich auf einem Ball, aber da habe ich mich gemobst. Die Herren waren eben nicht so, dass man den Kopf verliert. Herren von der Oper, vom Ballett oder Chor? Ich bin doch gar kein Ballettmädel. Was denn? Mein Papa ist Hofrat im Ministerium. Ich helfe im Haus und die Klavierstunden gehören zur notwendigen Bildung. Und die Mizi Starek? Wohnt gegenüber. Sie ist beim Ballett, kaiserliche Hoheit. Hast du nicht vorhin was gesagt von Kopf verlieren? Ja, dass ich ihn bisher nicht hab verlieren können. Und heute? Nicht bös sein, kaiserliche Hoheit. Bös? Mein Gott, das hab ich vergessen. Rangieren Hofratstöchter dort, wo man ein Mädel nicht küssen darf, wenn man ein anständiger Mensch ist? Denk halt nicht zu lang darüber nach. Es trommelt. Ich höre nichts. Man wird doch noch respektieren, dass ich nichts höre. Herein. Verzeihung, kaiserliche Hoheit, aber ich weiß mir keinen Rat mehr, der Adjutant. Verzeihung, Kühnheit. Sehr kühn. In der Tat, wenn kaiserliche Hoheit nicht unverzüglich zurückkehren, dann ist ein Skandal unvermeidlich. Der Oberst Hofmeister hat den abrupten Aufbruch bereits gemeldet. Die allerhöchsten Herrschaften sind betreten, um nicht zu sagen bulversiert. Ich beschwöre, kaiserliche Hoheit, mit mir zu kommen. Und wenn alles und alle beleidigt sind und wenn mich der Kaiser einsperrt, hat ich mir das gleich. Kaiser, ich weiß nichts mehr, ich gehe nicht abtreten. Und Sie, Schindler, gleichfalls abtreten. Halt, nein. Bring es mir meinen Mantel. Mantel, ja. So, komm. Es hinaus in die frische Luft. Das kann ich für nichts garantieren. Herr Schindler, steht ja draußen ein Wagen, ja, mit dem man rund um den Ring? Natürlich, bei uns stehen immer Wagen draußen, mit denen man rund um den Ring... Ja, er soll vorfahren. Ja? Und wenn wieder jemand vom Hof kommt, was sagen Sie da? Na, vielleicht ein bisschen etwas Patriotisches. Dass der Herr Erzherzog von jubelnden Volksmassen aufgehalten ist, umringt am Ring. Jubelnde Massen! Ich hoffe, Sie gehören auch dazu. So kommt man in meinen Jahren zu einem Kuss. Donau. Meinen Sie den Walzer? Das Wasser. Ich gehe nämlich hinein. Ach, warum? Zahlt sie das aus? Protektion. Die hat sie mir geben, die wird sie mir geben, solange die Welt sich dreht. Donau, also ich glaube, sie dreht es jetzt langsam auch.
Fahren Sie uns ein Stückchen hinaus. Geht Donnerl. Lass den Kopf nicht so hängen. Schau, im Leben geht alles vorbei. Heute regnet's, morgen scheint wieder die Sonne. Mein Grundsatz, der ist: Schön ist die Aussicht heut, nur die Fenster sind ein bisserl trübe. Drum sehen die meisten Leut keinen Sonnenschein und keine Liebe. Doch wenn dich das nicht freut, dann sag ich dir, schau, mach dein Herz auf, gib den Schmerz auf, ja, dann siehst du gleich den Himmel blau. Ja, denk dir, es ist heut so, hinter jeder Wolke gibt's einen Sonnenschein. Und siehst du ihn nirgendwo, werden wohl die trüben Augen schuld dran sein. Schön ist die Aussicht heut, nur die Fenster sind ein bisschen trüben. Mach dein Herz auf, gib den Schmerz auf, ja, dann siehst du gleich den Himmel blau. Ach, Mitzel, wenn du nicht wärst, so lege dich schon in den Armen der Donau. Ja, aber jetzt gehst du brav nach Haus. Stante Bede, sofort. Muss das sein, dass immer eins leidet, wenn zwei sich freuen? Scheinbar. Aber der Brief wird seine Wirkung tun. Der Herr Reitmeier wird Karriere machen, das ist immerhin ein Trost. Halten Sie einen Augenblick. So. Warten Sie einen Augenblick. Und den Brief, den werfen Sie ein bisschen da drüben ein, aber zuverlässig. Sehr wohl, kaiserliche Hoheit. Das schaut alles ein bisschen konfus aus, vor der Hand. Und unübersichtlich. Aber eins ist übersichtlich für mich. Ich gebe dich nicht her. Dich behalte ich. Wie, weiß ich noch nicht, aber irgendwie wird's schon gehen. Bitte nicht nachdenken. Heute. Da drüben tanzen sie. Möchten wir auch, was? Leider, so schön es wäre. So ein Lokal. Es geht nicht. In Uniform. Schaut. Aber der Platz da schaut ohnehin wie ein Ballsaal aus. Peter Ferdinand Hoheit. Gehen wir hier auf unseren Ball? Gut. Guten Abend, Exzellenz. Gut schauen's aus. Frau Baronin, Ihre Balltoilette kriegt sicher wieder den ersten Preis. Den Walzer? Nein, danke, Herr Baron, der ist schon vergeben. Schon längst. Das ist Musik für Verliebte. Hörst du, nur für uns beide erklingt sie. Alles, alles, was wir uns denken, das singt sie. Unsichtbar schwebt sie so zwischen uns zwei. Hörst du, ja, nur Musik für Verliebte allein kann so sein. Oh, jetzt regnet's. Schnell, geh mal rein. Schau, dass man einen Platz kriegt. Sei ohne Befehl. Sei schnell. Deine Jacke, deine Jacke. Schau, dass du schnell. Deine Jacke. Thank you.
Kaiserliche Hoheit. Guten Abend. Entschuldigen bitte mein Déshabillement. Nicht fragen, lieber Jankowitz, helfen. Die Dame kann so nicht nach Haus. Dame, jawohl. Dame, jawohl. Feuer machen, los geht. Trocknen, bügeln. Bitte, bitte hier, trocknen. Haben Schlafrock für uns zwei? Wir sind auch passant ein bisschen ausgerutscht im Regen. Chance, dass uns niemand sieht. Munkatsch! Munkatsch! Alarm! Munkatsch! Munkatsch! Anheizen! Einheizen! Wenn der Papa mich so sehen würde, er wäre erstaunt. Mein Papa auch. Schade, dass unsere Väter so verschieden sind. Äußerlich. Innerlich sind's vermutlich ziemlich gleich. So ein Kamin, wenn's vorn heiß ist, ist hinten kalt. Und umgekehrt. Es ist halt nichts vollkommen auf der Welt. Außer dir. Du bist so süß, mit dem nassen Haar. Du auch. Zerrührend. Bitte. Wenn die Dame sich vielleicht hinter dem Paravent... Ich hole inzwischen die Schlafröcke. Da zieh dich aus. Aus? Aus, natürlich. Man sieht ja nichts durch den Paravent. Schön. Ich gehe ins Nebenzimmer. So los, Munkatsch, Strickspannen über den Herd. Sag mal, was weinst denn? Weine, weil bin ich geriert. Hab kapiert, junges Leben wollt sich selbst entleiben. So eine Nacht wie die erleben wir nicht noch einmal. Aber die eine, die nimmt uns keiner weg. Den Paravent auch nicht. Er ist nicht so ganz zwecklos. Wenn du jetzt zufällig keine Hofratstochter wärst. Was wäre dann? Spiel nicht mit dem Feuer. Nur ein bisschen. Ich hab doch dann lebenslänglich keinen Kamin. Das ist das Ende meiner Laufbahn. Ich werde in Pension gehen müssen. Das ostentative Verschwinden des Erzherzogs wurde als Demonstration aufgefasst. Die Potentaten sind abgereist. Schauerlich. Der montenegrinische Gesandte hat eine Protestnote verfasst. Und in diesem Augenblick, Pinagel, in diesem Augenblick legt er sie dem Außenminister vor. Schauerlich. Schauerlich.
Bitte hören Sie auf mit Ihren Schauerlich-Binagel. Das klingt ja direkt schauerlich. Ja, das ist sie auch. Was? Schauerlich. Man könnte ja die ganze Angelegenheit als harmlose Liebesaffäre hinstellen. Aber es geht nicht, weil der Name der Frau Genister nicht genannt werden kann. Binagel, sind Sie ganz sicher, dass sie es war, die mit dem Erzherzog soubiert hat? Sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Schauerlich. Aber zur Sicherheit werde ich mich noch einmal versichern. Taschentuch, Portemonnaie, Kalender. Papa. Ach ja, danke. Danke. Sag, wo hast denn du dein Käthel? Das Käthel? Ja. Zuerst habe ich es noch gehabt, aber dann. Hast du es verloren? Ach je, das ist schade. Das wäre das Wenigste. Was ist? Wieso das Wenigste? Oh mein Gott. Du meinst nur, servus. Frau Lixi, was ist denn? Wenn ich gewusst hätte, dass sowas draus wäre. Ja, was denn? Zart umschriebene, deutliche Anspielungen auf die Frau Minister. Aber ich habe ja gar nicht mit ihr soupiert. Was machen wir da? Vielleicht können sich kaiserliche Hoheit doch entschließen, den richtigen Namen zu nennen. Ausgeschlossen. Das würde bestimmt auch seine Majestätenbilder stimmen, so dass die strafweise Versetzung abgekürzt wird nach der Grenzgarnison von Podolochiska. Herr Polizeirat Stuckart. Von mir aus. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, kaiserliche Hoheit, aber meine Pflicht ist es, aufzuklären und zu vertuschen. Man kann aber nur vertuschen, was man aufgeklärt hat. Wir klären es heute auf. Ja, es sind nämlich Zweifel aufgetaucht, kaiserliche Hoheit, ob kaiserliche Hoheit tatsächlich mit der Gattin des Unterrichtsministers... Nein. Ja, ja, ich verstehe Diskretion. Keine Diskretion, sie war es nicht. Ja, bitte führen wir es um Entschuldigung, kaiserliche Hoheit. Wer denn dann? Ich meine, wenn es nicht eine so hohe, ich meine, politisch markante Dame war, dann könnten doch kaiserliche Hoheit wirklich... Also fragen Sie mich nicht, ich weiß von nichts. Aber, gnädige Frau, gerade Sie könnten uns retten aus diesem haushoch aufgewirbelten Staub. Die Auslandspresse hat diesen Fall in der hämischesten Weise glossiert. Gibt es denn einen Fall, der nicht hämisch glossiert wird? Naja, gewiss, aber der Fürst von Montenegro ist äußerst brüskiert, weil ja doch seine Schwester gewissermaßen für den Erzherzog in Aussicht genommen ist. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ja, mir auch nicht. Aber, Lixi, nehmen Sie es nicht so schwer. Schauen Sie, wann ich jede Liebe so schwer nehmen tät. Ich weiß ja, dass nichts draus werden kann. Das sind die schönsten, aus denen nichts wird. An die behält man eine Erinnerung, so ungetrübt, so. Schauen Sie, Lixi, von klein auf da malt man sich den aus, den man möchte, einem wirklich gefreut. Nur, dass man gerade dem nie begegnet. Aber Sie haben doch das Glück gehabt, Sie sind ihm ja begegnet und einmal im Leben, ganz gleich, ob kurz oder lang, die große, die wirkliche Liebe. Das ist kein Grund zum Weinen, das ist ein Geschenk. So. Und jetzt Nasenputzen, das Wetter genießen, dankbar sein. Ja, schon. Aber wofür denn? Na, wofür denn? Da fragt's noch. Jung, hübsch, gesund, ein schönes Zuhause, einen netten Papa. Naja, und der Toni? Ist doch wirklich ein lieber Kerl. Herr Reitmeier? Jawohl, sofort. Telefon, Sie werden verlangt von der Oper. Nein, ich gehe nicht hin. Sind Sie wahnsinnig von der Intendanz, Generalintendanz? Ja, aber lass es mich, ich gehe nicht. Aber nein, ich will nicht. Ein neues Motiv ist aufgetaucht. Die Baronin Kürschasi hat zur gleichen Zeit wie seine kaiserliche Hoheit die Vorstellung verlassen. Interessant. Und ist gleich darauf im Sacher gesehen worden. Ja, aber dort wohnt sie ja. Ohne ihren Mann, mit ihrem Mann. Gesehen wurden. Na und? Diese Körschasi ist politisch nicht einwandfrei. Sie neigt zur Unabhängigkeitspartei. Ich kenne keine Körschasi. Natürlich. Nicht aus Diskretion. Und vielleicht sind die Herren so liebenswürdig, sich in den vorderen Salon zurückzuziehen. Ich wünsche nachzudenken, mit wem ich soupiert habe. Jawohl, kaiserliche Hoheit. Na schauen Sie. Jetzt haben's doch mich karikiert im Witzblatt. Abominabel. Falls nicht in Ohnmacht, Janka, das nützt uns gar nichts. Ein Fräulein Mitzi Starek. Nicht möglich. Na, führen Sie sie herein. Mein lieber Jankowitz, begeben Sie sich freundlicherweise hinweg. Aber nicht so weit, vielleicht brauche ich Sie. Ach, vermutlich das wirkliche Fräulein Starek. Ja.
Bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich was falsch mache, aber ich war bis jetzt mit einer kaiserlichen Hoheit noch nicht bekannt. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Melde gehorsamst einen Gruß vom Fräulein Lixi. Ach, wie geht's ihr denn? Na ja, den Umständen angemessen. Es ist ihr furchtbar peinlich, dass sie den ganzen Wirbel am Gewissen hat. Aber keine Spur. Fräulein Lixi ist wirklich ein reizender Mensch. Sie hat mir seinerzeit freundlicherweise aus einem Ballerwatsch, aus einer Verlegenheit herausgeholfen. Und jetzt würde es mich halt freuen, wenn ich ihr nun meinerseits auch hinaushelfen könnte und Ihnen auch. Sehr lieb. Wie denn? Ich bin bereit zu schwören, dass ich mit Ihnen soupiert habe. Das wäre ja ein Meinheit. Aber nein, höchstens ein bisschen eine falsche Zeugenaussage. Sie brauchen ja nicht zu schwören. Es genügt, wenn Sie so liebenswürdig sind, den Abend auf sich zu nehmen. Nehme ich. Nehme ich gern. Ich hab die Lixi so gern und kaiserliche Hoheit sind ja gleichfalls ausgesprochen sympathisch. Nett von Ihnen. Ich werde das meine tun, um mich zu revanchieren. Nein, nein, nein. Also, ich bin wirklich nicht deswegen gekommen. Es war ein selbstloser Akt. Sie sind wirklich reizend. Wieso sind Sie mir noch nie aufgefallen im Ballett? Ich tanze ganz hinten. Und nicht möglich. Ja, ja, in der letzten Quadrille. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt die Ehre, mich zu empfehlen. Ich danke Ihnen, Franz Darek. Ein Herr Reitmeier. Den dürfen wir nicht warten lassen. Füßel rein. Ich bitte Sie, der Reitmeier. Herr Reitmeier, meine Gegebenheit, bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie vielmals. Platz, Herr Reitmeier. Dankeschön. Bitte. Kaiserliche Hoheit wollte mir Ihre Vorschläge für die Rangerhöhungen diktieren. Ja, wen haben wir denn da? Ja, der Unterrichtsminister, der Mann der schönen Isabella, stelle ich mir vor, der fällt hinauf in eine glänzende Position. Merken Sie ihn vor, als Präsident der Adria Phoenix Versicherungsgesellschaft. Adria? Ja, wen haben wir noch? Den Kommerzialrat Stange. Aha. Damit er schweigt. Schauen Sie, dass Sie ein Fond für ihn durchsetzen. Von Stankel. Und dann wünsche ich, da verschaffen Sie mir ein Gespräch mit meinem Vermögensverwalter, dass die Tänzerin Mitzi Starek eine Abfindung erhält in der Höhe von sehr nette Person. Vielleicht 10.000. Dann ist da noch der Hofrat Hertel im Forstministerium. Sehr tüchtig. Längst fällig sein Avancement zum nur irgendwas, was ihn freut. Wer noch? Ach ja, diese Baronin. Politisch verdächtig. Na, dann kriegt's nix. Sonst war, glaube ich, niemand mehr in die Affäre verwickelt. Außer ich selbst. Ja. Wie ich erfahren habe, können kaiserliche Hoheit bestimmt damit rechnen, dass die Strafversetzung gemildert wird. Nicht Podwolodziska. Leitermischl. Guten Morgen. Guten Morgen, Toni. Seit einer Viertelstunde warte ich auf dich, weil ich doch weiß, dass du um diese Zeit immer einkaufen gehst. Komm doch herein. Ja. Bitte sei nicht mehr böse. Ich denke, du bist böse. Aber nein, ich habe doch längst eingesehen, dass du nur alles mir zulieb getan hast. Uns zulieb, damit ich die Stellung bekomme. Es tut mir so leid, dass ich dich verdächtigt habe. Wurde doch nur meinetwegen in dieser unliebsamen Situation. Unliebsam war es nicht. Er hat dir gefallen. Ja. Naja, gefallen. Schau, Lixi, da muss ich dir auch was beichten. Weißt, die Tänzerin, die Mitzi, die hat mir an diesem Abend, ja, sie hat mir auch gefallen. So? Ja, aber das hat doch gar nichts zu bedeuten. Das hat doch mit meiner Liebe zu dir gar nichts zu tun. Nicht das Geringste, im Gegenteil. Ein flüchtiges musikalisches Motiv, das man gleich wieder vergisst. Und ich vergesse ja ganz mein erstes Auftreten in der Oper als dritter Korrepetitor. Und das verdanke ich dir, Lixi. Denn wenn ich mit ihm rede, du, so hört er aufmerksam mir zu. Und liegt nicht da und schläft. Verstehen Sie? Ach, aber das kann ich schon. Machen wir lieber die Arie, ja? Bitte sehr. Die. Zu schnell, langsam, moderato, ja.
dem Text steht arm, nicht jung. Wir armen, armen Mädchen. Ich bin aber an das Junge gewöhnt. Soll ich mich umgewöhnen wegen dem einen Wort, oder finden Sie mich vielleicht nicht jung genug? Oh, ganz im Gegenteil, hochverehrte Frau Kammersängerin. Ich wollte, ich wäre ein Mann. Aber das sehen Sie doch, oder? Nein, im Text, das steht im Text. Was Sie alleweil mit Ihrem Text haben. Kaiserliche Hoheit, das sind die allerhand Geschichten aus dem Wienerwald. Nur eine. Ich habe mich verliebt. Echt? Ehrlich? Wirklich? Wirklich? Ja, ich ziehe die Uniform aus, den Erzherzog auch. Der Kaiser wird seinen allerhöchsten Zorn über mich ausgießen, aber jeder Zorn kühlt einmal ab. Ja, nur bei seiner Majestät dauert das Abkühlen lang. Und dann werde ich eben warten. Sehr schön, sehr romantisch. Aber alles, was Sie da sagen, entspringt gewissermaßen dem Zustand hochgradigster Verschossenheit. Und der hält bekanntlich nicht ewig. Ja, ich rede nur, weil ich den Stammgast nicht verlieren will. Mit seinem täglichen Separé, der zwar seinem Bordeaux sehr treu bleibt, aber... Jetzt sind still. Na, ich bin ja schon still. Übrigens, das Kettel hat, glaube ich, die junge Dame verloren. Mehr zum Bewusstsein. Wieso denn? Es hat sich ja gar nichts verändert bei Tageslicht. Ich bin kein leichtsinniger Mensch, Lixi. Was ich gesagt habe, habe ich gemeint und ich sag's auch heute. Heute, morgen, übermorgen. Noch ein bisschen länger, vielleicht. Aber noch länger. Hoheit, ich möchte mir nicht einmal sagen müssen, es tut ihm im Stillen schon leid, dass er an einem Abend ein bisschen zu viel geredet, zu viel versprochen hat. Lixi, dein Gesichtl, deine Stimme, dein Lachen habe ich mir lebenslänglich erträumt. Hör auf. Ich weine gleich, weil ich so glücklich bin. Bitte lass es dabei. Bitte schön, wachen's nicht auf. Lixi. Peter. Du hast dein Kettel verloren. Weißt was? Behalt's. Und hier, Kaiserliche Hoheit, sind unsere besten Rezepte. Meine Chefin ist nämlich der Meinung, dass man die königlichen Innereien, das hohe Innere, nicht fremden Kochkünsten ausliefern dürfe. Wirklich sehr lieb, nimm uns doch Platz. Dankeschön. Nein, niemals. Ja, warum nicht? Ein Kellner von Rang setzt sich niemals, er steht, auch wenn er nicht mehr stehen kann. Darin besteht doch die Kunst seines standesgemäßen Berufes. Das ist interessant. Und hier ist die Sachertorte, die meine Chefin sich zu senden erlaubt. Wirklich reizend von der lieben Frau Sacher. Sie versüßt mir den Abschied. Sagen Sie, dass ich bei jedem Bissen an Sie denken werde. Meine Chefin wird das bissenweise Gedenken unterstützen durch ständige Sendung der Post. Bitte, bitte, ich muss mit seiner kaiserlichen Hoheit dringend sprechen. Unmöglich, kaiserliche Hoheit sind kurz vor seiner Abreise. Oh, bitte nur zwei Minuten, ja? Nur eine, Herr Obersthofkammerdiener. Bitte, legen Sie ein gutes Wort für mich ein, dass ich ihn sprechen kann. Bedauere. Ich war soeben privat bei seiner Hoheit, als Gast. Was seht's? Er war also privat. Und mich machst du's nicht? Was ist denn hier? Ach, Sie, Frau Starek. Entschuldigen Sie, kaiserliche Hoheit, aber ich kann nicht anders. Ich muss mich bedanken dafür, dass ich huldvollst Kapitalistin geworden bin. Das haben Sie verdient. Eben nicht. Ich bin lebenslänglich in Ihrer allergnädigsten Schuld, denn jetzt kann doch mein höchster Wunsch in Erfüllung gehen. Jetzt kaufe ich mir das Modegeschäft, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Wissen Sie, kaiserliche Hoheit, das Modegeschäft. Klein, lauschig, intim, so mit Spiegeln, die Dünnen verdicken und die Dicken verdünnen und alles in lila. Und wenn kaiserliche Hoheit mich dann einmal beehren als Kundschaft. Oh, Verzeihung, ich glaube, ich rede zu viel. Gar nicht. Sie freuen sich so nett.
Und ehrlich, sowas von Freude über mein Modegeschäft, also beim Ballett, da hätte ich es offen gesagt nicht sowas gebracht, denn im Grund meines Herzens, da habe ich mich immer weggesehen, so nach einer mehr bürgerlichen Existenz, und darum wollte ich es nicht versäumen, wenigstens meinen tief gefühlten Dank. Nett, so sehe ich doch noch ein bekanntes Gesicht. Ja, aber Sie kommen doch zurück. Freilich. Schreiben Sie mir halt, wie es ihr geht und Ihnen. Alles, alles schreibe ich. Nur, wann's heute ergebenst, meine Orthographie nicht so tragisch nehmen. Die nehme ich nicht tragisch. Schreiben's bestimmt, ja? Bestimmt. Die Lixi hat recht. Sie sind ein reizendes Mädel. Kaiserliche Hoheit, allerhöchste Zeit, nur mehr 2236 Sekunden bis zur Abfahrt des Hofzuges. Noch leider, Michel, in die Verbannung. Jö, schaut. Jetzt sehen Kaiserliche Hoheit nicht einmal mehr den Blumenchor so im Brauter.